ihr lieben Saarländer, da bin ich raus. In welche soll ich denn gucken? Dann an die. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar den Claudius von Karat. Und es gibt was ganz Besonderes bei ihm. Er ist nämlich ein halber Saarländer. Und ob der wirklich so ein halber Saarländer ist, das testen wir jetzt mal. Also, ich muss noch mal kurz nachfragen, wie lange hast du denn jetzt effektiv im Saarland gelebt überhaupt? Das muss ich selber mal durchrechnen. Warte mal, es war 86, 4 Jahre, also 6 Jahre bestimmt. 6 Jahre? Mhm. Das heißt, mit Unterbrechung. Also war eine kleine Unterbrechung zwischen, da war ich in Hamburg und dann bin ich wieder hier gelandet. Mhm. Das Saarländisch, da kann ich ein bisschen was, aber nicht so wirklich. Also, wenn, ich glaube, wenn einer richtig Saarländisch redet, habe ich Probleme. Ihr lieben Saarländer, da bin ich raus. Heinz Becker verstehe ich. Okay. Spaß beiseite, fangen wir an. Erster saarländischer Begriff, du Torwart. Oh, also ganz einfach. Du ist du, ne? Du, ja, du ist gut du. Übersetzt. Du Torwart. Oh, bist du halt wieder Torwart? Bist du Torwart? Tollpatschisch. Ah, ja, okay, okay. Ich muss jetzt leider auf meinem Spickzettel gucken. Okay. Spickzettel. Ja, ja, mach mal. Ganz schwer. Also für Claudius ganz schwer. Okay. Kraddel. Das habe ich noch nie gehört. Krabbel? Kraddel. Kraddel. K-R-A-D-D-E-L. Kraddel. Das habe ich wirklich, würde ich behaupten, noch nie gehört. Also, es gibt so Gangster-Rapper, die haben oft so die Hose so ein bisschen in den Kniekehlen hängen, ne? Ja. Und dann sagen die, ey, die Kraddel ist nicht richtig. Die Hose? Ist das die Hose? Nee, kann nicht sein. Hängt mit der Hose zusammen? Ist ein Teil von der Hose? Der Gürtel? Die Unterhose? Das kann doch so sein. Nein, Kraddel? Zieh mal die Kraddel nochmal hoch. Oder zieh mal die Kraddel richtig. Ja, die Hose hochziehen, oder nicht? Oder was meinst du damit? Kraddel ist der Schritt. Der Schritt? Na, da, nein. Ihr lieben Saarländer, da bin ich raus. Nächster Begriff. Die anderen lachen schon, denn die kennen die Begriffe selber. Sabine, du bist Saarländer, du kennst das auch. Klar. Ich hatte mit Kraddel nur irgendwas anderes verbunden. Okay, gut, das wollen wir jetzt heute nicht vertiefen. Genau. Reden wir gleich drüber. Ja. Ohne Kamera. Tappe. 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 Was sind denn das für Begriffe? Ganz einfach. T-A-P-P-E. Nee. Also als Kind hört man oft im Saarland, ich tapp da gleich in der Hinnere. Ah nee, darf man nicht mehr, aber... Treten. Ich tappe treten? Treten. Tatsächlich? Ja. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Und glaube ich, weiß man eigentlich, wo die Wörter herkommen? Jein. Manchmal ja, manchmal nein. Ich weiß jetzt nicht. Also ich könnte jetzt erklären, aber es würde zu lange dauern. Ich würde jetzt fast behaupten, sowas ist in der Kneipe irgendwie am Stammtisch passiert. Also. Ja, so ein paar Sachen, die gibt es ja. Zum Beispiel kann ich sagen, Schäsewänsche. Ne? Ja. Kennst du, oder? Nein. Schäsewänsche, das ist einfach ein Kinderwagen. Und das kommt zum Beispiel aus dem Französischen und von unseren Nachbarn um die Ecke. Okay, machen wir nochmal ernst weiter hier. Ja. Verklickere. Oh, verklickern ist erklären. Oder? Ich erkläre dir etwas was. Erklären. Ich verklicker dir was. Klar, das kenne ich, ja. Das hat man in Berlin auch, oder? Ja, so spricht ja mein Patenkind auch. Die hat auch also das ist nicht neu. Also das sagt man aber auch über die saarländischen Grenzen hinaus, glaube ich, hier und da. Okay. Also das ist das ist nicht unbekannt. Zu einfach, okay. Ja, nochmal schwerer, ja, schwerer, genau. Kategorisch schwer, ultra schwer. Fand die davor und schon sehr schwer. Das sagst du. Ich würde sagen, einen machen wir noch. Okay. Einen noch. Die Kraddel hatten wir eben schon, ja. Aber weil es so schön ist, verkraddelte. Hat mit dem anderen nichts zu tun. Verkraddelte ist das irgendwie. Verkraddelte. 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 Wie die Kraddel, nur verkraddelte. Ja, also bei uns in Berlin sagt man zum Beispiel, ich mache einen polnischen, hau einfach ab. Kann es damit was zu tun haben? Also du verpisst dich. Sich zu verpissen? Nee. Nee. Schade, das war meine erste Idee. Da bin ich auch schon ganz, ganz kalt. Bin auch schon am Ende. Am Pol quasi sozusagen. Okay. Ich bin jetzt ein typisches Beispiel so, boah, jetzt muss ich mich dort dafür noch so verkraddeln. Nein. Entweder anstrengen, aufmühen oder irgendwie bemühen, anstrengen. Ja. Muss ich extra das dafür machen jetzt? Habe ich keine Lust zu sowas? Das ist es, aber es klappt dann nicht. Das heißt, man bemüht sich vergebens quasi. Also so wie ganz vieles bei mir. Echt? Ist das so? Ja, hätte ich jetzt nicht manchmal finde ich so. Ach Quatsch. So, wie viel hast du jetzt gewusst eigentlich? Ich ganz, ich alle. Das habe ich noch nie gehört. Das sagt mir wirklich eine Stadt. Das habe ich wirklich, würde ich behaupten, noch nie gehört. Ihr lieben Saarländer, da bin ich raus. Hast du vergessen, ne? Alle, ne? Das stimmt nicht. Aber er hat den Saarland-Test bestanden, würde ich sagen. Hast du super gemacht. Kannst gerne wiederkommen. Ich komme auch wieder. Am 30. April. Stimmt. Mhm.
Tschüssi. Tschüss.